So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Part Deponia Doomsday mit dem Zwergenfürst, mit Rufus und McConaughey. So sieht's aus. Wir haben den Nilbot und wir haben eine Tür. Schauen wir uns als erstes den Nilbot an. Anschauen heißt erstmal anfassen. Tür. Klappe. Ach du Schreck. Ein Fach für paramechanische Bauteile, Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Das sieht nach einem richtig ekelhaften Rätsel aus. Ein Fach für paramechanische Bauteile, Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Ach du Schreck. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Tja, so sieht's aus. Ach zu. Okay. Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Tja, also, na dann. Durch die Tür. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Tja, das ist schlecht. Doch nicht durch die Tür. Wenn sie zu ist, was sollen wir machen? Können wir wohl nichts dran ändern. Dann gehen wir nochmal zur Kreuzung. Zum Ballon können wir zurück. Dann gehen wir hier mal zu Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Da waren wir noch gar nicht. Gehen wir dort mal hin. Er kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Okay. Oh, da wären wir. Ach, ich weiß, wo das ist. Wisst ihr, wo das ist? Ich weiß, wo das ist. Eventuell kennt ihr das noch aus Teil 1. Es war hier die Treppe, die schöne Treppe hier, wo ich mich dran gestört habe, dass wir da nicht runtergehen konnten in Teil 1. Hier stand der mechanische Bulle in Teil 1. Hier steht immer noch das abgefragte Auto. Man sieht es unter den Ärschen dieser Band. Und da geht es durch nach Kuwak. Hier oben ist die Arztpraxis, die Feuerwehrstation, die Polizeistation von Gizmo. Wenn ihr euch daran erinnert, Teil 1 von Deponia aus einer etwas anderen Perspektive. Und man kann hier jetzt Folgendes machen. Man kann hier hoch, man kann runter und hoch. Sehr schön. Zoom. Ach, das ist der Mann hier. Das überfahrene, das plattgefahrene Tierchen, das ist auch sehr schön hier. Wird hier wohl gerade gegrillt. Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Hallo Fremder, neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Zoon, amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur drei Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie Ah, es so nicht sieht's aus. anwenden können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Cevapcici mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Ja gut. Na, was gibt's denn Was Leckeres? gibt's denn Grill Leckeres, Donnerstag ist Rasch? es. Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. Ach, und Ist nicht deswegen. Vandalemontag immer Murmeltiertag? Nein. Grill-Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee, Murmeltiere. Aufgewärmte Plot-Ideen. Ja. Das ist also ein überfahrenes Murmeltier, was dort gegrillt wird. Verstehe. Das muss der natürlich überfahren, das konnte er nicht anders jagen. Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich.
Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Elefant mit Zahnschmerzen, das klingt ja spannend. Es gibt hier einen Elefanten in der Gegend. Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Nun, er ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht gerade typisch für einen Elefanten. Sicher, dass du kein Wombat oder Murmeltier meinst? Ich glaube, ich würde den Unterschied erkennen, ja. Das haben schon viele geglaubt. Und am Ende muss man sie mit Wombatbissen aus dem Zirkus abholen. Armer Onkel Diego. Ach, der Onkel Diego, tja. Was so mal passiert im Zirkus? Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Ha, also wir müssen ein Blasrohr, wir müssen Pfeile und wir müssen Bienen besorgen. Merken wir uns. Wahrscheinlich nicht, aber wir können ja nochmal vorbeikommen und fragen, was er denn dafür braucht. Ach bitte, leih mir die Elefantenbüchse. Ich sagte, nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Komm drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Und wir müssen ein Jagddiplom bekommen. Was soll der Quatsch mit dem Licht und dem Grillen? Das nennt das sind ja unsere Quests. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Brandschutzvorkehrungen. Ach bitte, ich brauche dieses Hochpräzisionsblasrohr ganz dringend. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Tja, na dann. Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Sprich mal mit der Band. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Juhu. Dieses Gejaule hat schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich will aber Rudis Zahn-OP gegen schief hören. Let's go. Kommt schon. Spielt Rudis Zahn-OP. Rudi. Oh, Rudi. Rudi. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ich will Rudis Zahn-OP hören. Verdammt. Eine Wumme. Krass. Eine Schrottflinte. Vielleicht wird das ja doch noch mein Lieblings-Deponia-Abenteuer. Wer weiß. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Hatten wir schon. Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach. Sagtest du. Auf was geht's? Auf was kommt? Überall, wo es hingeht, gehen die Lichter aus. Interessant. Tja, muss sein Mist auch. Ist
das Rufus Zahn-OP, ist das Rudis Zahn-OP. Kommt schon, spielt Rudis Zahn-OP. Rudi, Rudi. Oh, bitte nicht. Dieses Geld. Hey. Tja. Wo er hinkommt, geht das Licht aus. Alles klar. Wenzel, bist du das? Ich hatte dich doch glatt. Ich bleib das Licht an. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ein Dreck hab ich. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, der Wenzel schon wieder. Auf engstem Raum. Das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte doch, ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr hattet euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Mach dir mal keine Sorgen. Was, der Pony hat einen Kindergarten? Ein Höhenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie ja auch recht. Kuva Kindergarten. Ja, das ist ja auch nochmal Kuva. Jetzt sind wir mitten in Kuva im Zentrum. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Da hinten ist das Tor, das Stadttor raus. Hier müsste hier die Sprengung sein. Hier, da gibt's das die Kneipe. Da finden wir wahrscheinlich Toni. Hier geht's zum Rathaus. Wenn wir dort lang, wenn wir dort weiter lang gehen, in die Richtung, und da lang laufen. Und da müsste irgendwo Wenzels Haus sein. Irgendwo hier. Also doch hier unten. Und hier irgendwo, dort jenseits des Bildes, müsste Tonis Laden sein. Vielleicht ist das auch Tonis Laden hier. Ne, das ist ein Honigspender. Ja, falls das noch aus Teil 1 kennt, hier aus einer ein bisschen anderen Perspektive. Hier geht das Licht aus. Rufus kommt näher, das Licht geht aus. Ja. Sehr schön. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Ja, das glaube ich immer auch. Der arme Rattenjunge kann sich nicht mal richtige Kleidung leisten. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. Basalt? So tapfer. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge, passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Mensch, Rufus. Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Ratatatatat. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so... Oh, Mann, Rufus. Darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen... Ich würde wirklich gern, aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Hm. Oh, meine Rufus, das ist auch manchmal... Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ach ja, da war ja was. Ich hab dich als Gegner. Die Grillstationen gehen aus, sobald ich in die Nähe komme. Das kann nur eins bedeuten. Ich bin noch cooler als angenommen. Und die haben Sicherheitsfunktionen eingebaut. Für dich. Kartoffelhalbiermaschine. Okay. Da müssen wir wohl eine Kartoffel mal reinpacken. Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Ach so, wir haben eine Knickerfolie. Vielleicht kommt der Knickerfolie hier. Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Da hat jemand eine Folienkartoffel in den glühenden Kohl vergessen. Das muss mein Glückstag sein. Das hat man schon. Diese räudige Erdfrucht glüht noch. So, wie kommen wir an die Rand und Schraubenzieher vielleicht? Es stimmt wohl. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Weise Worte, Rufus. So, und wie bekommen wir die jetzt da raus? Erstmal wohl gar nicht. Dann gehen wir mal weiter zu Fahrzeichen.
Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Ist er überhaupt ein Mann? Versager, das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manieren. Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Ich warne dich, Lotto. Rede nicht so über meinen Freund. Oh, Lotto. Toni, vertraust du dem Toni nicht gut etwa? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringt? Ach du Scheiße. Da lachen doch die Wombats. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Lotto. Bitte, ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu. Wie wär's? Richtiger du mein Mann. Bart mal anfassen? Na, knick, knack. Oh. Eigenartig. Ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? Ui. Lotto, wie siehst du denn aus? Du kannst mich... Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Ui, Springplan. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Mit dem Springplan hatten wir im ersten Teil schon viel Spaß. Hallo Lotti, der männliche Mann. Lotto sieht so verändert aus. Oh Mann. Aus. Einen neuen Hut? Hey, Lotto! Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti! Oh, Mann. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen... Hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein! Oh! Entschuldigung, es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, Ofazzo! Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Wei. Ach du Scheiße. Ach, meine Stimme ist zu maskulin. Oh nein, Rufus. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus, wo schaust du? Ach, die Lotti. Das gezieht sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut! Fällt dir... noch was auf? Oh Mann. Oh ja, haarige Beine. Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not! Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Ui. Verflucht tut das weh! Gut so, haltet durch! Aua! Verdammt, ich sterbe! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Fällt dir. Das zieht aber. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Radsport. Wir brauchen Wachs. Bienenwachs vielleicht da drüben. Gab es ja Bienenwachs, Bienenhonig, Dingens.
Mal schauen, wo wir das herkriegen. Deine Stimme ist zu maskulin. Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Tja, ich denke... Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du oh je. Du gehst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Party im Computerkern. Oder was? Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon. Stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will. Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur. Tja, aber eine ganz wichtige Sache... Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine rußländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme, als mit diesem stumpfen Mistding. Ach ja. Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling. Als wunderschöner Schmetterling. Ja. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küsst die Hand, ne Frau. Tüdelü. Ach ja, die Nutti. Das ist herrlich. Männliche, barotige Mann. Oh wei. Hängt ein Bart. Ach du Schande. Wer wirft denn einen Laden neuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Ist doch noch gut. Oh weia. Hängen ja Hautfetzen dran. Bah. Ein Bart mit Hautfetzen. Wer wirft denn einen Laden? Ist doch noch gut. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Oh nein. Okay, Toni willst du vielleicht einen Bart haben. Hey Toni, willst du mal sehen, woran ich gerade arbeite? Ich dachte, alles sei fertig. Ist es ja auch. Und woran arbeitest du dann? An nichts. Strohhalm. Das Glas können wir auch mitnehmen. Sehr schön. Dazu fehlt mir leider. Stimmt. Och nö. Im Strohhalm können wir wieder einiges machen. Strohhalme. Die Drosselglieder unter den Trinkutensilien. Okay. Können wir das Kuschel wieder mitnehmen? Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Denen fällt auch nichts Neues ein. Das lasse ich lieber hier. Ich Ach, schade. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. In Deponia 1 konnten wir das sehr gut gebrauchen. Dartpfeil. Sehr schön. Dartscheibe. Eine Ente ist doch immer wieder schön. So. Ein bisschen Dartscheibe werfen. Und. Oh. Wow. In die Mitte. Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier, nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Wie ist denn das geklappt? Am ersten Versuch, First Try. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Ein Stromumkehrer, den können wir für den Needlebot benutzen. Das ist schön. So reden wir mal erst mit Lonzo. Lonzerich, ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann?
Bestimmt. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues. Etwas anderes. Etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer, Plörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Da mache ich nicht mit. Tja. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. So, hey, Toni. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Ja. Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Tja. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Kein Stück. Oder in die Brüche gegangen? No, no. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Ja, wegen deiner Kristallgläser. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Ich glaube, wir sollten dir das vielleicht nicht sagen. Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Tja. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Ja, das sollten wir uns, glaube ich, zu Herz nehmen. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. So wie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ja, reingefallen. Lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Ich hab ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Platz schaffen für die Gläser. Oh je. Ja gut, die sind natürlich nicht kaputt gegangen. Das ist natürlich alles... War nur ein Spaß. Er ist noch heile. So, hier können wir nichts mehr mitnehmen. Hier können wir nichts mehr machen. Können eventuell noch versuchen, die Dartscheibe rauszuschrauben. Keine Hilfsmittel, um beim Dart zu schummeln. Okay. Den Pfeil könnten wir gebrauchen, aber gut. Was soll es? Gehen wir mal zurück zum Dorfkern. Wir haben jetzt einiges mitgenommen. Können wir bestimmt was mit anfangen. Wir haben ein Bart, wir haben einen Strohhalm, wir haben Bügel, wir haben Stromkehrer, wir haben ein Glas, wir haben Knickerfolie, wir haben Schraubenschlüssel.
Bart können wir dir vielleicht ankleben. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und weh, du verkriechst dich in der Kanalisation. Tja, der Plan braucht noch ein bisschen Feinschliff. Ja gut. Dann schauen wir mal, wie wir hier noch weiterkommen, ob wir hier noch einen Feinschliff für den Plan kriegen. Gut, na dann würde ich diesen Part an dieser Stelle, glaube ich, schon mal beenden. Die Partlänge haben wir erreicht. Wir haben Toni getroffen. Ja, den Rattenjungen getroffen. Und den Plan hacken wir im nächsten Part aus. Letztendlich müssen wir nur in die Wumme kommen. Mal schauen, wie wir das noch schaffen. Gut, bis dahin, da mich noch was euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao, ciao.